Ah, geil. Oh, geil. Und Melonen haben wir aber, ne? Melonen haben wir. Wie geil. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Hat uns da nicht weitergebracht im eigentlichen Sinne, aber war witzig. Das ist wirklich ein Flüsschen. Jetzt kommen wir hier wieder raus und sind jetzt wahrscheinlich auf der Karte. Das würde mich jetzt nicht wundern. Wenn das hier irgendwie jetzt hier so. Aber weiß ich nicht, ich dränge mich jetzt durch für die Authentizität. So. Aber nee, es war Zufall, dass der Fluss da ist. Aber dann ist er da vorne, ne? Ich wünsche mir mal so einen Dschungelfrack. Oh. Die Schatzsuchen sind schon cool. Das ist aber auch an der Küste direkt, ne? Da brauche ich jetzt gar nicht groß hier fiesematenten mit dem Land zu machen. Außer ich natürlich mir die Karte voll aufdecken muss, damit ich sie aufhängen kann. Das wäre halt was, ne? Aha. Ah. Unter der Schildkröte. Nee? Wie man sich von solchen Sachen anziehen lässt, ne? Wie so ein Trüffelschweinchen. Oh, eine Schildkröte. Puh, da muss er sein. Mal gucken. Was ist hier so los? Nichts gut. Hier so. Huch, das wollte ich nicht. Ich würde sagen, hier so. Mal gucken. Oh. Ja. Und die Werkbank zurückgelassen, ne? Das ist ja ein Traum wieder. Mal gucken. Ich kann ja die Karte nochmal hier zur Hand nehmen. Ja, so, da so, ne? Da so. Mal da so lang gehen. Hier könnte es auch noch gut sein. Hier vielleicht. Da ist auch nichts. Tut mir leid mit dem Handgraben. Ich habe jetzt aber auch gerade keinen Nerv, eine Werkbank zu machen. Das Eisen, auch schön. Mal gucken. Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, oder? Nee. Was war da in dem Loch? Das war aber nix, ne? Hier muss doch irgendwo der Schatz sein. Da ist auch nichts in dem Loch, ne? Genau. Hab ich mir gedacht. Nochmal genau gucken. So, da. Da vielleicht irgendwo noch weiter oben am Hang? War da was dahinter? Ich hab nicht genau geguckt. Ja auch nix. Hier ist ja nur Erde. Da, aber hier sieht es doch so saugut aus eigentlich. Das ist doch hier gefühlt so hier jetzt der Punkt. Aber da ist ja auch nix. Kein Schatz. Dann
Vielleicht hier? Nein. Hier. Was ich hier für Löcher in die Landschaft reiße. Untersuche nach diesen Schätzen. Das ist tatsächlich ein Nachteil von diesen Schatzkarten. Hier ist aber auch so gar nichts. Sei denn, es ist hier eigentlich. Boah. Da hat er gesucht. Da ist er. Au. Oh. Kann ich stacken? Gott sei Dank. Oh. Oh, es ist doch super. Zwei Herz des Meeres haben wir damit schon. Eisen haben wir auch aufgefüllt. Smaragde für den Handel mit den Villagern. Auch super, die Fische bleiben hier als Notfallreservoir, falls mal jemand verhungert. Der vorbeikommt, kann sich hier retten. Hier so. Notrufsäule. So. Das war jetzt eine schwere Geburt. Hm. Ach, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Wo ist meine Karte? Wo ist meine Karte? Ach, da ist meine Karte. Ach ja, hier in der Hand. Nicht doof. Ach so, warte. Dann müssen wir nochmal kurz da hinten anlegen und die Karte fertig machen. Da geht's ja hoch auch. Also gut. Ich hätte gern die Karte vollständig. Das findest du jetzt vielleicht doof, aber... Aha. Wir sind in der 1.13. Man erkennt es an den Bäumen. An diesem, an jenem. Hm. Verstehe ich nicht, dass man das wieder so... wie man das wieder so kaputt machen konnte. Eine Kuhherde. Das ist hier auch ein Fichtenwald, wie ich sehe. Ja. Und dann ist da drüben der Dschungel. Ist hier so ein Fichtendorf. Hier mit direkt im Dschungel angrenzen. Wie geil. So, gucken. Dass wir die ja auch noch vollständig kriegen. Der Rest müsste ja auf dem Rückweg liegen, ne? So. Man weiß ja um die Gefährlichkeit des Dschungels. Allerdings, Ozelots gibt es halt auch keine. Ach, von der Orientierung her, ein Traum. Irgendwann machen wir mal so Hardcore-Survival im Dschungel. Wo lang mich zurück? Da lang, ne? Was machst du nur? Mal gucken. Sieht das jetzt ein bisschen besser aus? Ach ja. So ein bisschen auch super. So ein bisschen super. Schildkröten töten macht ja wenig Sinn, ne? Eier haben die ja auch keine liegen. Moment. Wo seid ihr denn? Hä? Die müssen hier unten drunter sein, ne? Na, ah, kein Interesse dran. So. Und los geht's. Die Karte muss ich noch fertig machen. Und zwar da... Ach, ich sehe sie jetzt nicht mehr, logisch. Hallo. So, jetzt nochmal gucken. Da oben der Zippel. Weiß ich gar nicht, komme ich da hin auf dem Seeweg? Jetzt könnte sie vollständig sein, ne? Ja. Yeah, zwei Schatzkarten. Geile Sache, das. Geile Sache das. Ach, war schon cool. Zwei Herz des Meeres. Richtig gut. Und ich habe überhaupt keinen Kompass mehr auf der Kontrollseite. Öko stimmt schon. Ich würde gerne noch Land machen, bevor ich schlafe. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Den Sand nehme ich jetzt natürlich auch mit. Wir haben ja bei uns nicht so wahnsinnig viel Sand. Ich könnte auch da über dem Tempel schlafen. Ich weiß ja nicht, was da für Nachbarn noch wieder gespawnt sind eventuell. Aber wir sind ja auch wehrhaft, ne? Also, ach, das habe ich ja ganz vergessen. Dein elendiges Gestrudel. Ah, ich stecke jetzt erstmal aus. So, vielen Dank. Das ist schön. Ah, gute Nacht. Ich weiß nicht, lasse ich die hier? Ist so also ein bisschen auch. Ich setze da dann links drauf, aber ich baue es ein bisschen. Ja, na gut, das mache ich ein bisschen weg. Dass noch genug Platz auch für ein Dings bleibt. So. Und wir müssen jetzt nach
da, ohne zu sinken. Das hat eine gefährliche Lagerstelle, ne? Mit den Strudeln da unten. Können wir uns auch noch was von mitholen bei Gelegenheit? Alter, wir haben so viel zu tun. Wenn wir ernsthaft hier Survival spielen noch, nicht nur mittelalterlich bauen, hast du echt viel zu tun. Und es gibt so viel jetzt auch. Und dann kommt ja ins 14 mit aberwitzigen Sachen. Und irgendwie, glaube ich, so langsam habe ich das Gefühl, das Spiel wird zu groß. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Ja, da brauchen wir echt nicht. Ich wollte nicht auf ein Fenster klicken. So, weiter geht's. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas aufgehalten, angehalten oder sonst wie. So, heimwärts wieder mal. Die Karte nützt mir auch jetzt nichts mehr, aber ich muss sie ja irgendwo lagern. Ja, ja. So kann's gehen. Rund. Aber schon coole Sachen. Also ich meine, die Dichte im Meer ist halt schon so ein bisschen... Ein bisschen weniger wäre gut. So um den Faktor, weiß ich nicht. Also 60% von dem, was jetzt da sind, wären immer noch mehr als genug. Finde ich. Aber so ein steingegossenes Schiff, auch witzig. Hallo Karnickel. Ich will hier auch lang, genau. Wir teilen den Heimweg. Wir können eine Fahrgemeinschaft machen. Das ist schon mal eine gute Sache. Sparen wir beide Kosten. Tja, den Weg haben wir direkt wiedergefunden. Auch hier die Stelle ist noch da, wie vorher. So. Gut. Ach, hier waren wir auch schon mal. Da sind wir gleich irgendwo da hinten runter. Also nicht unbedingt hier so. Ein schwarzes Kaninchen lauert in der Schlucht auf uns. Ob es wohl böse ist? Ja. Danke. Das war, glaube ich, gerade so ein Zauber. Was ist denn hier passiert? Achso, warum frage ich eigentlich? Hätte man sich ja denken können. Hallo! Die sieht man gar nicht im Survival, ne? Da sind immer auf der Flucht. Die kleinen Knuddelmänner. Knuddelmänner! So. Aha. Es sieht nach heimischen Gefilden aus, ist auch keine Überraschung ist. Vielleicht hätte ich mir vor Beginn der Reise so eine große Karte mal machen sollen oder so. Ich weiß aber nicht, wie es geht, dass man die maßstabsmäßig so ein bisschen statt eben Navi, also ne, da oben Journey Map bei 1.12, wäre es vielleicht auch eine Sache. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen rudimentärer. Schön die Brücke hier auch, die wir gebaut haben. Mag ich sehr an der Stelle. Die ist super. Naja, jetzt haben wir jedenfalls schon mal einen Dschungel gefunden, auch wenn wir nichts mitgebracht haben aus dem Dschungel. Außer Auge des Meeres, Herz des Meeres, Herz des Meeres, Auges, Meerauge. Meerauge des Herzens. Herz, Meer des Auges. Ich weiß nicht so genau. Ich kann es jetzt nicht so zusammenfassend so sagen. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ehrlich nicht. Boah, irgendwie voll Life is Strange Musik. Wie gut. Das ist jetzt nicht Life is Strange, aber gerade erinnert mich das irgendwie an Life is Strange. Ob das jetzt so richtig oder falsch ist, das sei mal so dahingestellt. Aber hallo zu Hause. Wir hatten eine kurze, aber inventarschwere Reise. So, guck mal, ein Lager. Und was macht man? Warum spielt man Minecraft, um Dinge ins Lager zu räumen? Man geht los, um Sachen zu holen, die man dann ins Lager räumt. Das ist eigentlich so der Hauptjob, ne? Viel mehr macht man nicht in Minecraft. Gut. Haben wir auch die Diamanten ein bisschen aufgestockt. Wir haben Prismarinkristalle, wir haben Herz des Meeres. Schleim ist bei uns immer noch ultra kostbar. Und wir haben unsere Smaragde mehr als verdoppelt. Das war eine schöne Sache. Gold haben wir immerhin noch 19 mitgebracht. Und auch hier haben wir die Eisenvorräte nochmal wieder nebenher aufgestockt. Auch das ist gut. Das hier leuchtet das nur im Wasser, oder wie ist das? Das muss ich mal gerade ausprobieren. Ich jetzt hier hingehe mit meiner Gurke. Und setze die da in den Tümpel. Geht das? Kann man das machen? Jetzt haben wir einen leuchtenden Tümpel. Wie gut. So. Schön.
Die leuchten, glaube ich, auch nur im Wasser, ne? Das ist vielleicht ein bisschen effektvoll, ab und zu mal hier in so eine leuchtende Gurke im Wasser zu haben. Vielen Dank. Das wäre jetzt nicht nötig gewesen. Zum Glück geht das. Mal. Ha, nochmal Glück gehabt. Ha, nochmal Glück gehabt. Aber hier könnte man das auch machen, dass man irgendwie so da so mal eine Gurke leuchten lässt. Ich weiß ja nicht, wie gut das aussieht letztendlich. Kann ich da? Kann ich? So? Achso. Ich kann ja über den Zaun turnen. Geht das nicht unter? Was doch. Leuchtet das doch? Ja, witzig. Einfach aus Spaß. Weil wir es können. Das ist jetzt nicht wirklich produktiv, das weiß ich auch. So, jetzt haben wir vielleicht hier noch ein bisschen Lichtquelle. Das sehen wir höchstens am Abend. Tagsüber natürlich nicht. Aber mal sehen. Ich bin gespannt, ob das sich irgendwie so wirklich bemerkbar macht. Leuchtende Seegurken. Ich freue mich ein bisschen. Ja, soweit so gut. Ich packe die jetzt auch erstmal zu Gemüse. Achso, was war denn mit den Eisen? Nuggets da. Den Chicken Mac Eisen Nuggets. Waren die so? Ah ja, genau. Also gebe ich hier mal ein Eisen. Und da sind sie doch. Ist das wie ein Bug mit dem Doppelzeigen? So. Achso, hat der wunderbar geklappt. Nee, ich wollte die haben. Ich wollte. Das muss auch gehen. Ja, ich meine, das geht schon, aber warum macht er das nur so? Hä? Und ja, die sind korrodiert, deshalb sind die rot. Das ist realistisch. Ob das gut ist, weiß ich nicht, aber es ist realistisch. Wir haben ja einen relativ hohen Realismusanspruch. Und dadurch sind dann solche Dinger rot. Aber die sind eigentlich echt unwertvoll hier. Diese Popel hier. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier so viel Tropenholzbretter. Das ist unser einziges Tropenholz, was wir haben, weil wir noch kein Tropenholz haben. Aufgrund der Situation. Verrückt. Sag ich dir, verrückt. hier haben wir bumm, zack. Mittlerweile eine ganze Menge von dem Zeug. Die haben wir auch irgendwo aus dem Kies mitgezogen, ne? Aber es ist ja auch gar nicht so unwichtig für Pfeiler, das gebe ich ja zu. So, und jetzt hier Papier, aber wie mache ich den Rahmen nochmal? Rahmen. Ich meine damit nicht die Nudeln, die... Ah, Leder und Stückis. Leder und... Vielen Dank. Leder. Ja, haben wir kein Leder? Doch, wir haben Leder. Ich mache hier drüber. Rahmen. Malam Dingdong. Einen können wir machen. Mehr nicht? Doch, ne? Zwei brauche ich einen. So, Rahmalam Dingdong. Gut. Und der kommt wieder zurück in Kampf. Ich weiß nicht genau warum, aber ist ja auch gut. Oh. Ups. So, hallo Hund. Ups. So, ich habe jetzt zwei Rahmen und zwei Karten. Zwei Schatzkarten. Und die hängen wir uns jetzt irgendwo hin zu erinnern. Hängt ja eigentlich schon relativ viel. Hat man denn da einen guten Platz für? Guck mal hier eigentlich beim Zaubererzimmer. Nee, ist ja auch schon zugebombt. Jetzt müssen wir uns auch mal angucken, ob das so passt. Mit den Verzauberungen. Dann hängen wir jetzt die Ehre hier hin. Und zwar hätte ich gerne die Karte 1, ist die Karte 0. Die Karte 0 kommt natürlich dahin. Erstmal. Rein da. Und die Karte kommt dahin. Zwei geborgene Schatzkarten. Wie cool. Wie cool. Das bleibt nicht endgültig, so keine Sorge. Das ist ja nicht, das ist nicht wirklich hübsch. Das ist erstmal nur die Freude, dass man sich einfach ein bisschen darüber freut, dass man Schätze geborgen hat. Das ist einfach, ja, geile Sache. Oh, Papier. Papier ist hier. Das haben wir auch gut aufgestöckelt. Gestöckelschut. Ich schenke der Luzi den Glück des Meeres. Die unbenutzte. Hallo Abend.
Eine Glück des Meeres Angel, eine unbenutzte für die kleine Maus. Kann es im Moment nicht, ich meine. Kann es im Moment nicht so ganz so oft, aber naja. Sie ist halt meine liebste Mitspielerin. Ohne dass ich damit einen der Herren zurücksetzen möchte, aber aus Gründen. Ach, guck mal, jetzt haben wir Druckmolztüren. Drei hochexplosive. Manchmal denkst du so, wow, denkst du so, manchmal, wenn du das Debakel hier dir anguckst. Also die kostbare Druckmolztür, die einzigen drei, die ever es im Dorf geben wird. Nein, das stimmt nicht. Und dann haben wir noch die 64 Bruchsteine, die lege ich jetzt auch nochmal hier rein. Die haben wir auch irgendwie so mit abgekrabbelt bei dem ganzen Gebabbel. Der eine Pfeil, der kommt auch weg. Ein Slot. Warum habe ich den nie weggeworfen? Da hätte man sicherlich was Besseres mitnehmen können, ganz ehrlich. War gut. Es ist, wie es ist. Ich habe auch keine Schaufeln mehr. Könnte ich jetzt machen. Mache ich aber nicht. Gehe jetzt ins Bett. Nein, nein, nein. Der Hund steckt in der Tür. Warum auch nicht? Kann man mal machen. Da metzelt das Metzelgerät. Wo ist denn der Hund eigentlich? Wo ist denn der jetzt hin? Da ist er nicht. Manchmal ist mir jetzt mit den Hunden echt blöd. Mokofok? Hm. Wenn man sich genau gerade hinstellt, zack. Ja, noch einmal getanzt. Oh, Baby, Baby, dance for me. Dance, dance, dance on, dance for me. Lalalala. Ist irgendwie Musik ausgegangen. Sehr still crying in my beer. Sehe ich gerade. Keine Ahnung, warum das Lied so still ist. Ich kann es nicht sagen. Ach, Luzis Hund sitzt da in der Ecke. Die wird ihn völlig vermissen. Weiß ich nicht. So. Ach so, das Boot tue ich auch unter in die Kiste. Und dann werde ich wieder feststellen, dass ich oben in die Kiste. Das war nämlich das Problem. Ach, was ist das? Ich unten in die Kiste? Dann finde ich eher wieder ein Boot, anstatt wie ein Boot zu craften. Ist logisch, ne? Und da kommt auch das... Ach, guck mal, er hat wieder Musik gefunden. Wie nett. So, dann, das ist auch einfach meine Kruschelkiste. Das ist ja mein Zeug. Ich habe ja nicht viele eigene. Ich habe auch 13 Erdglötze, die sind toll. Ach, schadet auch nicht. Nehme ich tatsächlich mit. Gut. Aber tatsächlich auch an dieser Stelle Zeit für mich, Adieu zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Reise Spaß gemacht und mal gucken, was nächste Folge passiert. Die Kapelle muss noch weitergebaut werden. Wir sehen sie da so durchs Fenster so ein bisschen. Siehst du da hinten? Siehst du, siehst du da so? Und ja, vielleicht aber auch mit dem Gast gehe ich auch gerne nochmal auf Reise, weil zum einen der Dschungel ist noch nicht so irgendwie, da würde ich gerne nochmal gucken und zum anderen möchte ich wissen, was da kommt, wenn man noch weiter reist. Also, ich hätte halt echt gern auch so ein Mesa-Biom, aber wenn ich jedes Mal die Taschen schon voll habe, wenn ich da hinkomme, habe ich ja ein Problem, wenn ich eins finden sollte. Ne? Aber das hat, muss man im Grunde erstmal dieses Meer auf dem Weg in diese Richtung abkrabbeln, um dann letztendlich vielleicht irgendwie eine Chance zu haben, dann auch tatsächlich ein Mesa-Biom zu finden und das dann leer zu krabbeln, anstatt immer nur das Meer, Meer. Leer, mehr leer zu krabbeln, mehr leer zu krabbeln. Fürchterlich. Okay, egal. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.